Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Osti Wolf ist am Start. Und es geht in eine kleine neue Runde. Wie immer. Das ist jetzt gar nicht. Also, wir sind noch am gleichen Tag wie in der letzten Aufnahmesession. Ich hatte mich nochmal kurz belesen. Da ein Eisengolem, der ja weg ist, dafür da ist, Dorfbewohner zu beschützen, wird er eventuell weglaufen, um ein Dorf zu finden. Baut also vor der Erschaffung einen Zaun, wenn ihr ihn gefangen haben wollt. Das heißt, das machen wir. Wir werden ein Gehege für... Ja, Moment. Hier. Für unseren Eisengolem bauen. Klingt verrückt, ist aber so. So, das bedeutet aber jetzt auch, dass wir Eisen brauchen werden. Und zwar 4x9 reicht, müssten 36 sein. Genau. Wenn ich jetzt nicht schon wieder auf dem falschen Dampfer bin, nee, bin ich tatsächlich in diesem Fall mal nicht. So, da haben wir nämlich jetzt 4 Eisenblöcke. Und wir brauchen wieder so einen Kürbis. Und zwar einen geschnitzten Kürbis. Um so ein Viechel überhaupt erstmal hier wieder zu erschaffen. Und jetzt muss ich mir halt nur überlegen, wo packe ich denn diesen Knusperkopf hier überhaupt hin? Ich hatte zwischendurch mal ganz kurz so ein bisschen diese Anwandlung, da hinten noch wie eine Art Stall dran zu bauen, was natürlich vom Platz her nicht ganz reichen wird, und diese Bären da hinten mit aufs Feld zu verfrachten, aber nee. Ich denke mal, oh, die Lamas sind noch da, das freut mich auch erstmal in erster Linie. Ja, wo packen wir es denn hin vor Schreck? Unseren lieben Gulibert hier. Hier vorne direkt so, weiß ich nicht. Wirkt vielleicht auch ein bisschen dämlich, aber da kann er zumindest, sag ich mal in Anführungsstrichen, keinen Schaden anrichten. Wir machen das mal so. Wir packen hier mal dieses kleine Stück Wiese unter dieser schönen Schwarzeiche zurecht. Und da kommt dann dieser Knusperkorb rein. Warte mal, hier würde ich sogar vielleicht noch... Ich würde mal... Ja, gut, ich meine, ja, man könnte ja sagen, der Baum ist so ein bisschen die Mitte. Und man könnte es so ein bisschen hier drumherum bauen. Bis hier ran geht nicht, weil da... Ja, nee. Wir machen... Oh ja, wir machen es mal so. Ich denke, das ist in Ordnung. Weil da kann ich nämlich den auch... Der kann zwar dann nicht weg hier, weil der Zaun ja davor ist. Wenn es auch im Moment ein bisschen blöd erstmal aussieht. Aber... ich kann den von oben erstellen und kann dann auch wieder weg und muss dann sozusagen nicht da rein. Der kann da ruhig dann toben da drin und machen und tun. Und wir haben aber im Endeffekt gar nichts weiter mit dem zu tun. Aber der kann er uns dann wenigstens nicht mehr entwischen. Der Kumpelfreund. Bams! Servus! Gulibert 2.0. Ja moin, was geht ab? Das ist jetzt dein Zuhause. Viel Spaß. Läuft. Okay, das war Punkt 1. Hätten wir das auch erledigt gleich direkt. Und ich würde mal sagen, dass... Ach Quatsch. Dass wir, ja, in der Tat müssen. Müssen. Warte mal, jetzt kann ich mir dann gleich erstmal meinen Screenshot wieder löschen hier, wie das war. So, wir müssen, Freunde, wir müssen. Ihr seht schon. Der Wolfi bewaffnet sich mit Spitzhacken. Und auch noch Schaufeln. Vielleicht sogar eine Axt oder zwei. Ansonsten eigentlich nichts. Fackeln haben wir. Ja, nee.
Es ist so, wir müssen. Allerdings nicht darunter, sondern hier hinter erstmal. Das ist heute unser Ziel. Ich brauche Eisen. Ich komme nicht drauf klar, ich brauche immer wieder neues Eisen. Wie krass das jetzt aussieht da hinten mit dem Berg. Aber man sieht jetzt zumindest schon mal die Spitze der Pyramide. Das war vorher nicht der Fall. No. Ja, es wird. Nee, wir gehen heute mal hier hin und düsen mal nach ewig langer Zeit in Richtung Alpha-Höhle. Los geht's. Wir düsen mal nach ganz langer Zeit wieder in Richtung Alpha-Höhle. Da waren wir ja wirklich schon so lange nicht mehr. Wupp dich. So, du kannst hier bleiben und hier sind wir schon. Ja, also ich vermute mal ganz stark, dass wir in der Alpha-Höhle selbst kein Eisen mehr haben. Das haben wir damals aber sowas von alles rausgerupft. Erstaunlicherweise aber ist hier Kohle. Einmal offenbar vergessen. Weiß ich nicht. Und jetzt gehe ich mal hier runter und gucke mich überhaupt erstmal um. Weil das ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile her. Ich glaube, von der Alpha-Höhle kommen wir aber auch hier runter zu unserer Bahnsteigkante, mehr oder weniger. Glaube ich zumindest. Das ist doch ganz schön groß hier. Hätte ich auch gar nicht mehr vermutet, dass das so groß war. Was wir hier schon rumgeklöpfelt haben überall. Überall so Zeug und Wege und Co.KG hier. Kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, was wir hier schon alles rumgewirtschaftet haben und wo es hier überall hingeht. Ist ja Wahnsinn. Und auch überall so Treppen. Ach, das ist hier, weißt du. Ich glaube, ich weiß, wo diese Treppe hinführt. Oh, das ist krass. Ich hatte gerade mal in der Aufnahmepause für ein Stündchen mein Fenster offen gehabt. Und jetzt die Heizung wieder angemacht, weil es doch draußen etwas kälter ist. Ach, hier sind wir, genau. Ja, hier, genau, das kennen wir da auch noch. Ha, lang, lang ist es her. Ja, aber wo fange ich denn jetzt vor Schreck überhaupt an? Ach so, hä? Wie bin ich da gerade runtergelaufen? Ach so, einmal im Kreis sozusagen. Und, aha, ich verstehe. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Eisen, puh. Nee, was ich sagen wollte, jedenfalls Fenster offen, ist ein bisschen kalt draußen alles. Und das ist, glaube ich, nicht produktiv, was ich hier mache. Ich werde es mal auf eine ganz andere Art und Weise machen. Ich gehe mal hier runter und mache mal wieder unsere schöne Stufentechnik. Querfeld ein nach links und rechts. Ich muss mal bloß mal gucken. Kein Screenshot, nee, blöd. Ja, toll. Naja, jetzt wisst ihr wenigstens, wann ich die Aufnahme gemacht habe. Wahnsinn, oder? Diese Vorproduktion. Yay. Nee, ich gehe mal unten aufs Diamant-Level ungefähr. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und finden welche. Das wäre ungefähr, ja, hier so. Ne, 14, ja. Genau. Was ich jedenfalls sagen wollte. Kalt, hab die Heizung wieder angemacht, dies, das. Und jetzt ist aufgrund der örtlichen Beschaffenheit hier meine linke Hand an der Heizung sehr warm und meine rechte Hand total kalt. Fühlt sich total schräg an. So, dann wollen wir mal das so machen hier. Direkt schon Kies. Was ja immer so ein bisschen Indiz ist, dass wir dahinter irgendwas finden könnten. Zum Beispiel Kohle, auch gut. Ja. Und noch mehr Kohle. Auch gut. Ich grab erstmal einfach. Ich mache erstmal einfach hier meinen Weg und nehme mir dann später auf dem Rückweg alles mit. Wie gesagt, in der Hoffnung natürlich, dass wir hier auch Glück haben und ein bisschen was finden auf diese Art und Weise. Diamant wäre geil. Eisen ist jetzt erstmal primär und alles andere, was wir finden, nehmen wir natürlich mit.
Und wir haben jetzt schon das dritte Mal Kohle. Nicht übel. Auf diese Art und Weise ging es ja bekanntermaßen eigentlich auch immer ganz gut. Hier haben wir Redstone. Nett. Also Kohle haben wir jetzt schon dabei gehabt. Redstone hatten wir jetzt schon dabei gehabt. Mal sehen, auf was wir noch so stoßen. Ach hey. Ach guck mal. Ist ja lustig. Ja gut. Ich meine, ja gut. Ach so. Ja. Ja gut. Und guck mal, hier haben wir das schon mal gemacht. Da gehe ich jetzt einfach hier rein und mache hier mal weiter, würde ich sagen, ne? Mach hier einfach mal weiter. Wenn wir schon mal hier unten sind, klar doch. Ist ja lustig. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da rauskomme. Dachte, ich bin eher... Ach, guck mal. Da geht's schon los. Eisen. Geil. Was ich sagen wollte, ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon südlich davon bin. Und jetzt nicht darauf stoße. Aber interessant. Gut, weiß ich wenigstens, wie ich wieder zurückkomme. Falls ich den anderen Weg nicht mehr finde, aber das sollte relativ leicht sein. So, das heißt, hier müssen wir jetzt nochmal ein bisschen rumklöppeln, links, rechts, oben, unten, weil Eisen ist ja doch manchmal ein bisschen, ne, kennen wir ja, haben wir ja schon mehrfach festgestellt, dass sich das ja manchmal auch hintenrum ein bisschen noch versteckt. Ja, gut, ich sag mal so, haben wir schon 10 Stück, ist in Ordnung. Aber gerne mehr davon. Vielleicht stoßen wir ja auch auf eine kleine Höhle oder so. Oder Redstone. Wie gesagt, primär. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen. Primär ist erstmal Eisen. Und natürlich Diamant. Wenn wir schon mal auf dieser Höhe hier rumgraben, nehmen wir natürlich gerne welchen mit, wenn wir denn welchen finden. Was nicht schlecht wäre. Fackelnmäßig muss ich natürlich auch immer ein bisschen Rücksicht nehmen, dass ich hier das alles ausleuchte. Wenn ich auch erstmal im Second-Hand-Modus bin. Mal schauen. Nochmal Redstone. Ich würde ja beinahe sagen, dass wir schon die Möglichkeit haben, Diamant zu finden. Eisen, ich höre es auf jeden Fall mal blubbern. Eisen haben wir hier, wollte ich gerade sagen. Eisen ist ja auf dieser Höhe auf jeden Fall auch noch vertreten. Da haben wir direkt Lapis Lazuli. Irgendwo blubbert es. Weiß jetzt nicht, ob es über uns ist oder neben uns oder unter uns. Klassiker halt. Wo kommt's her? Vielleicht landen wir auch gleich in einer Grotte. Ah ja, das sieht gut aus. Also nicht gut im direkten Sinne, weil ja Lava in erster Linie gefährlich ist. Aber meistens ist es ja auch so, dass wir, wenn wir sowas hier haben, auch in so einem Schlot hier hin und wieder mal, aber da ist eben auch schon Cobblestone. Das heißt, da bin ich eventuell sogar schon mal gewesen. Ich weiß es nicht genau. Würde ich es trotzdem mal hier so ein bisschen ausreizen. Meistens haben wir ja in solchen kleinen Lavagrotten hier auch hin und wieder Glück, Diamant und Co. zu finden. Das ist ja manchmal gar nicht so übel. Ich kann es auf jeden Fall schon mal nicht zubauen. Das heißt, es ist wahnsinnig tief hier. Heißt, ich muss mich außen drum bauen. Da ist Redstone. Den werde ich erstmal in der Form hier dicht machen. So. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Wie weit das hier geht. Naja, so weit nicht. Offenbar. Gut, das heißt, dass wir jetzt mal mehr oder weniger, einfach weil wir es können, in diese Richtung hier die gleiche Technik nochmal weitermachen. Da wieder auf Redstone stoßen unter anderem. Katze macht sich erstmal dünne, der war es jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen zu heiß an Bobbes, weil, wie gesagt, Heizung pulvert gerade, ist doch ein bisschen frisch geworden wieder auf dem Abend jetzt. 3 Grad, 4 Grad oder so. Einfach nur nass, windig, trüb. Richtiger Scheißtag eigentlich nur. Schlafwetter oder Minecraft zocken. Das ist das Beste, was du machen kannst. So, gleich geht's weiter.